Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. In diesem Video würde ich gerne mit euch über eine Amazon KDP Low-Content-Strategie sprechen, die ich erst vor kurzer Zeit ausprobiert habe, die für mich ziemlich gut funktioniert und wo ich von ausgehe, dass ihr mit sehr, sehr wenig Aufwand mit dieser Strategie höhere Einnahmen erzielen könnt. Und die Strategie ist eigentlich so simpel und so dämlich wie hoffentlich genial. Nämlich bisher haben wir immer Folgendes gemacht, nämlich wir haben beispielsweise ein Amazon KDP Low-Content-Buch publiziert auf Englisch, haben dieses Buch genommen, oder das ist zumindest meine Vorgehensweise, hab das Buch also genommen, habe es übersetzt in andere Sprachen, sei es ins Deutsche, sei es ins Polnische, sei es ins Französische, sei es ins Spanische und so weiter und so fort und dann diese ganzen Bücher publiziert. Ich habe dafür eine Software benutzt namens DeepL und ich habe mich mal Folgendes gefragt. Nämlich, welche Märkte gibt es eigentlich und welche Märkte habe ich bisher noch nicht abgedeckt? Und eine Sache, die mir da aufgefallen ist, ist die folgende. Nämlich, wenn wir unser Buch publizieren und wir publizieren ja vor allen Dingen unser Buch über den .com-Markt, dann lassen wir einen Markt aus und das ist der .co.uk-Markt, das heißt der Markt praktisch im Vereinigten Königreich. Und die Frage ist jetzt natürlich, okay, macht es denn eigentlich einen Unterschied, wenn ich zum Beispiel ein Buch nehme, das auf dem US-Markt publiziere und dann das Buch nehme, leicht abwandle und dann auf dem UK-Markt publiziere oder, sag jetzt mal, canceln sich diese beiden Bücher gegenseitig aus, sodass halt beide Bücher dann nicht mehr so viel Geld machen, wie ein Buch insgesamt hätte machen können, ist das dann überhaupt sinnvoll? Und dem Ganzen kann man sich recht interessant nähern, nämlich hier mit diesem Tool wieder Publisher Rocket, mit dem man halt ganz genau nachschauen kann, wie profitabel welche Nische ist. Und wenn ihr hier oben rechts in die Ecke geht, dann könnt ihr hier unterschiedlichste Märkte einstellen. Zum Beispiel könnt ihr euch den US-Markt angucken und ihr könnt euch den UK-Markt anschauen. Wir können hier einfach mal eine Suche auf dem US-Markt machen, einfach, dass ihr seht, dass es auch unterschiedliche Daten sind. Zum Beispiel sagen wir mal so etwas wie ein Diet Journal, klicke ich hier mal auf Go Get 'em Rocket und das sind dann hier die ganzen Daten, die er mir generiert. Ich kann ja einmal kurz diese ganzen Daten hier mir anschauen und prägt euch mal vielleicht zumindest so grob die unterschiedlichen Werte hier ein. Also ihr merkt schon, die Average Monthly Earnings, die liegen bei so 2, 3, 4, 5.000 Dollar. Mehr wollen wir eigentlich gar nicht wissen. Vielleicht noch eine Sache, wie viele, sag jetzt mal, Nischen es gibt, wo der Competitive Score recht gering ist, sagen wir mal 5 in diesem Falle. Und jetzt gehen wir mal in den UK-Markt rein und schauen uns genau dieses Keyword dort auch an. Das heißt, hier geben wir jetzt auch mal wieder den Begriff Diet Journal ein, klicken auf Go Get 'em Rocket und jetzt sehen wir, dass wir hier gerade mal 4 unterschiedliche Nischen haben und dass natürlich auch die Einnahmen nicht mal annähernd so hoch sind, also zum Beispiel 268 Dollar, 128, 24, 4, 55 und so weiter und so fort und natürlich nicht Dollar, sondern Pfund. Und was ich jetzt für einige Zeit getan habe, ist einfach Folgendes, nämlich ich habe das Buch genommen, das ich auf dem .com bzw. US-Markt publiziert habe und habe dasselbe Buch einfach ein bisschen abgewandelt, habe den Titel ganz, ganz leicht verändert, habe vielleicht das Cover ein bisschen abgeändert und habe anschließend dann das Buch publiziert auf dem UK-Markt. Und ich kann euch einfach nur sagen, meine Ergebnisse, die ich erhalten habe, sind ziemlich genau 1 zu 5. Das heißt, wenn zum Beispiel, sagen wir mal, ein Buch irgendwie 20 Euro Mord macht, dann hat es auf dem UK-Markt 4 Euro gemacht. Wenn es irgendwie 100 Euro macht, hat es 20 gemacht und so weiter und so fort. Und das ist so eine Sache, wo ich denke, das ist ja eigentlich gar nicht mal so schwer, weil ihr müsst euch das Ganze wie folgt vorstellen. Bei mir ist es ja so, ich nehme das eine Buch, ich übersetze es in ganz, ganz viele Sprachen und jede Übersetzung, die kostet mich natürlich auch Zeit und Arbeit und natürlich auch ein bisschen Geld. Und schlussendlich muss ich ja dann für jedes einzelne Buch die gesamten Interiors übersetzen, ich muss die Beschreibung übersetzen, ich muss die Keywords übersetzen, muss ein bisschen was nochmal neu researchen, muss das Cover umarbeiten und so weiter und so fort. Das ist recht viel Arbeit. Wenn ich aber nun zum Beispiel einfach 2 englische Bücher habe, das heißt ein Buch auf dem .com-Markt und ein Buch auf dem UK-Markt, dann muss ich an diesem Buch nur noch sehr, sehr wenig tun. Zum Beispiel, es reicht vollkommen aus, wenn ich einfach vom Cover einfach nur die Hintergrundfarbe vielleicht ein bisschen verändere oder die Textfarbe oder was auch immer, sodass das Buch ein bisschen anders ist. Ich stelle mal ganz leicht die Beschreibung um und schon habe ich ein weiteres Buch. Das heißt, ich kann praktisch haufenweise Bücher auf dem UK-Markt publizieren, ich kann haufenweise Bücher auf dem .com-Markt publizieren und es scheint so, wie als würden sich diese Bücher nicht auscanceln. War eine Sache, die ich auch gemacht habe und die hätte ich vorhin erwähnen sollen, nämlich ich habe natürlich auch viele einfach von meinen bereits existierenden Büchern genommen, habe die nochmal ganz knapp so ein bisschen umgewandelt, habe dann mal ganz, ganz kleine Änderungen gemacht und habe die nochmal auf dem UK-Markt publiziert und es ist einfach eine weitere Einnahmequelle geworden. Und ich denke mir, warum genau machen wir das nicht bisher schon? Wieso nehmen wir nicht einfach alle englischen Bücher, die wir bisher publiziert haben, nehmen exakt diese Bücher, ändern vielleicht eine kleine Sache, publizieren die ausschließlich auf dem UK-Markt, ihr könnt es ja dann auch territorial eingrenzen auf Amazon und bauen es damit eine weitere Einnahmequelle auf.
Und ihr seht ja auch hier an den Daten von Publisher Rocket, dass die Einnahmen zwar jetzt nicht brillant gut sind, aber zumindest okay sind. Damit kann man dennoch immer noch ein bisschen Geld hinzuverdienen. Und gerade, wenn man natürlich in einer Nische drin ist, wo man recht wenig Aufwand hat, wo man, wenn man das Buch umarbeitet, nur vielleicht so ein paar Wörter umstellen muss, dann denke ich mal, ist es auch gar nicht mal so schlecht, dann zumindest mit jedem Buch nochmal ein paar Euro pro Monat zu verdienen. Übrigens, wenn ihr auch genau diesen Research hier machen möchtet, also mit diesem Tool hier Publisher Rocket, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung rein. Dort befindet sich ein Link zu diesem Tool. Kostet einmalig $97. Ihr müsst anschließend nie wieder dafür etwas bezahlen, also wirklich eine einmalige Summe und auch alle Updates und alle Nischen, alle Märkte und so weiter und so fort komplett drin enthalten. Das heißt, da müsst ihr auch nichts extra kaufen. Einmal die $97, das hilft euch auf jeden Fall sehr, euer Publishing-Business aufzubauen. Genau, also wenn ihr das Ganze euch einfach mal anschaut, auf dem UK-Markt, auf dem US-Markt, werdet ihr einfach merken, dass das natürlich zwei unterschiedliche Märkte sind, dass natürlich aber auch die Einnahmenpotenziale sehr anders sind und wenn ihr es dann mal praktisch ausprobiert, werdet ihr sehen, dass diese Bücher sich nicht gegenseitig auscanceln. Das heißt, ihr habt einmal die Einnahmen, sag ich jetzt mal, aus dem .com, aus dem US-Markt und könnt dann, indem ihr auf dem UK-Markt publiziert, nochmal so ein bisschen Geld hinzuverdienen und dadurch halt dann nochmal eine weitere Einnahmequelle aufbauen. Das heißt, wenn ihr schon englische Bücher publiziert, nehmt ihr einfach, publiziert sie nochmal auf dem UK-Markt, indem ihr sie ein bisschen abändert und verdient damit nochmal ordentlich Geld on top. Das ist so eine kleine Strategie, die ich einfach mal heute mit euch teilen wollte. Falls ihr schon Publisher Rocket habt, dann könnt ihr auch schon diese ganzen Nischen hier nachschauen. Schaut euch das hier auf jeden Fall mal an. Ihr werdet einfach sehen, dass es viele auch unentdeckte Nischen im UK-Markt gibt und dass es nochmal ein komplett neues Universum ist, das man sich mal anschauen sollte. Das war's dann heute hier für dieses Video. Ich danke euch vielmals. Nochmal ein Link zu Publisher Rocket befindet sich in der Videobeschreibung drin. Danke nochmals und ich hoffe, dass wir uns bald in einem meiner anderen Videos wiedersehen können.